Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag in der U19 Bundesliga West. Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach im Fußballpark Hohenbuschei in Dortmund-Brakel. Schwarz-Gelb geht als Spitzenreiter in die heutige Partie. Bayer Leverkusen hat gestern schon gespielt. Die haben punktemäßig gleichgezogen. Borussia Dortmund will natürlich heute den alten Punkteabstand wiederherstellen, will die 3 Punkte gegen die Gäste aus Mönchengladbach einfahren. Die Jungfohlen, sie spielen bisher eine etwas wechselhaftere Saison, konnten am letzten Wochenende wieder einen Dreier landen. Es gab 2 Siege zu Beginn, dann 2 Niederlagen dazwischen gegen Düsseldorf und Köln. Letztes Wochenende dann wieder den Dreier gegen Bochum 4:2 im Duell mit dem VfL. Und bei der Heimelf, da gibt es heute eine besondere Konstellation auf der Bank. Mike Thulberg, der etatmäßige Cheftrainer, ist gesperrt. Ihn wird Daniel Rios, sein Co-Trainer, vertreten. Kein Novum in dieser Saison. Das gab es schon mal gegen Alemannia Aachen. Auch da hat er diese Aufgabe souverän gelöst. Borussia Dortmund mit einem 6:0 Erfolg. Ansonsten ohnehin ein sehr erfahrener Mann an der Seitenlinie. Da sehen wir schon die Spieler von Borussia Dortmund auf dem Platz, die Betreuer von Borussia Mönchengladbach. Das gibt uns die Gelegenheit, vielleicht mal einen Blick auf die Aufstellungen zu werfen. Daniel Rios, den heutigen Cheftrainer, hatte ich schon angesprochen. Da sehen wir es auch nochmal in der Grafik. Schickt folgende 11 auf den Platz mit der Nummer 22 im Tor, Robin Lisewski. Die 2, William Rashidi. Die Nummer 4, Filippo Mané. Die 5, Jadon Kocinic. Die Nummer 6, Leonardo Garcia. Die 8, Raphael Lubach. Die 9, Paris Brunner. Die 11, Charles Herrmann. Die 13, Kiel Wettchen. Und dann eine kleine Überraschung, kann man schon sagen, mit der 21, Julien Duranville, der eigentlich bei den Profis unterwegs ist, lange verletzt war und sich heute über die U19 Spielpraxis holen soll. Und zu guter Letzt die Nummer 44, Julian Rajkov, der Torschützenkönig der letzten beiden Jahre in der U19 Bundesliga West. Werfen wir auch noch einen Blick auf die Gladbacher Aufstellung. Trainer Oliver Kirch, der ja auch durchaus Dortmunder Vergangenheit besitzt, schickt diese 11 Jungs ins Rennen. Die Nummer 1, Thiago Cardoso. Die 2, Dylan Berko. Die 3, Joshua Ovakonje. Die 4, Yannick Dasbach. Die 5, Ibrahim Dikberekbu. Die 6, Saif Mustafa. Die 7, Yannick Michaelis. Die Nummer 8, der Kapitän Konstantin Gerhardt. Die 9, der Top-Torschütze der Bundesliga West, Winsley Botelli. Die 10, Kilian Saug. Und die Nummer 11, Michael Nduka. Das Ganze, wie gesagt, unter der Verantwortung von Olli Kirch, der im Trikot von Borussia Dortmund schon sehenswerte Spiele abgeliefert hat, aber auch auf Gladbacher Seite schon mit einigen Bundesliga-Einsätzen. In Gladbach hat er seinen Start gefeiert in der Belle Etage in Deutschlands Profiliga, hat den Start im Profidasein in Gladbach verbracht, bevor es dann über Bielefeld und Kaiserslautern unter anderem auch nach Dortmund ging. In wenigen Sekunden wird es losgehen. Hier sehen wir nochmal die Spieler von Borussia Dortmund, die am Dienstag noch in der Youth League erfolgreich waren. Hartes Stück Arbeit für die Schwarz-Gelben aus Dortmund. Aber sie haben sich sehr gut präsentiert auf internationalem Parkett. 1:0 sich durchgesetzt gegen Paris Saint-Germain. Und die Gladbacher, ja, sie können hier, ich will nicht sagen, ganz entspannt in die Partie gehen. Aber sie sind durchaus angetreten, um den großen Favoriten zu ärgern, vielleicht für eine kleine Überraschung zu sorgen. Das hat Oliver Kirch betont. Das muss der Anspruch sein, die
Lust muss da sein, diese Chance wahrzunehmen, vielleicht die erste Mannschaft zu sein seit 2019, die es schafft, im normalen Ligabetrieb Borussia Dortmund zu schlagen. Also daran seht ihr schon, es ist lange, lange her, dass Borussia Dortmund in der Bundesliga ein Pflichtspiel verloren hat. November 2019, da kommt also ein echtes Brett auf die Mönchengladbacher Borussen zu und der Ball rollt bei besten Bedingungen hier in Dortmund-Brake. Um die 17, 18 Grad Sonnenschein. Erster leichter Stockfehler von Dylan Berko. Jaden Korzenitz, Dortmunder Linksverteidiger, mit dem Einwurf. Im Tor zurückgekehrt nach seiner Rotsperre Thiago Pereira Cardoso, der auch schon die ersten Einsätze in der A-Nationalmannschaft von Luxemburg feiern durfte. Julian Rajkov, Jaden Korzenitz, abgewehrt von Borussia Mönchengladbach. Aber Borussia Dortmund macht direkt Druck in den ersten zwei Minuten. Ist natürlich für die Mannschaft in Schwarz-Gelb kleiner Balanceakt unter der Woche auf höchstem europäischen Niveau gefordert. Aber auch heute wartet in der Liga einer der Top-Gegner. Der Herausforderung müssen sie sich stellen. Daniel Rios hat ein bisschen durchgetauscht im Vergleich zur Youth League-Partie am Dienstag. Drei Änderungen in der Startformation. Unter anderem William Rashidi und eben Julien Duranville. Spannendes belgisches Talent. Viele, die Borussia Dortmund verfolgen, haben ihn am letzten Spieltag der vergangenen Saison schon im Einsatz gesehen, als Borussia Dortmund nicht über ein 2:2 gegen Mainz hinauskam, wurde er direkt ins kalte Wasser geworfen und nach langer Verletzung soll er sich Spielpraxis holen, hat die letzten Tage nach dem Youth League-Spiel mit der U19 trainiert und soll Stück für Stück wieder aufgebaut werden, um dann im Profikader zum Einsatz zu kommen. Freistoß jetzt für Borussia Mönchengladbach. Der Mann für die Standards, Kapitän Konstantin Gerhardt. Jettchen hat aufgepasst. Wakonje hat Tempo über die linke Seite. Geht immer wieder mit nach vorne. Auch das hat Oliver Kirch betont. Es wird auf die nötige Balance ankommen. Natürlich hier durchaus mutig zu spielen gegen diesen großen Favoriten, sich einiges zuzutrauen, aber eben trotzdem nichts anzubieten. Borussia Dortmund in der laufenden Saison sehr effektiv, 18:1 Treffer, komplett weiße Weste, 5 Spiele, 5 Siege. Den Erfolg in der Youth League hatte ich angesprochen. Es läuft also sehr rund aus Sicht von Borussia Dortmund. Einen kleinen Wermutstropfen gab's oder einen Ausreißer nach unten. Ein 0:6 in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Hoffenheim. Also das hat sicherlich viele Experten im Jugendfußball erstaunt. Vor allem die Deutlichkeit des Ergebnisses. Dortmund hat dann nach dem 0:3 Rückstand in der Pause
dann auch komplett mit offenem Visier gespielt und dann kam in der Summe eben dieses 0:6 zustande. Einziger Ausrutscher nach unten bisher in der aktuellen Saison. Mönchengladbach da noch nicht so konstant unterwegs. Es waren enge Spiele bei den Niederlagen gegen Köln und Düsseldorf. Jeweils 1:2 aus Gladbacher Sicht. Da haben wir schon mal die erste Kostprobe von Julien Duranville gesehen. 1 gegen 1, natürlich eine seiner Qualitäten. Filippo Manet, italienischer Nationalspieler. Rafael Lubach. Kozinitz und die erste Bewährungsprobe für Thiago Pereira Cardoso im Gehäuse der Mönchengladbacher. Posadas, einer von zwei Neuzugängen, einer von zwei externen Neuzugängen. Vor der Saison kam vom Hamburger SV zu Borussia Dortmund. Dortmund mit einer Viererkette in der Defensive. Rafael Lubach, der sich da die Bälle abholt. Versucht da Charles Hermann einzusetzen. Unglaublich schneller Spieler, aber der war zu steil. Da haben wir nochmal die erste Probe für Thiago Pereira Cardoso. Hätte natürlich gefährlich werden können, wenn da ein Dortmunder Angreifer bereit gestanden wäre. Kilian Saug lässt da ein, zwei Gegenspieler stehen, dann nur durch Foul zu bremsen. Spannender Spieler da im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Ja, Julian Reikhoff arbeitet da mit nach hinten und arbeitet da nicht ganz sauber im Defensivverhalten. Da haben wir Daniel Rios, der heute Mike Thulberg an der Seitenlinie vertritt. Kurz ausgeführt. Kein Problem für die Dortmunder Hintermannschaft. Aber Gladbach bisher genauso, wie es Oliver Kirch gefordert hat. Mutig nach vorne. Da haben wir ihn seit Juli 2023 an der Seitenlinie, kam vom Hamburger SV. Ja, das ist jetzt risikoreich hinten rausgespielt. Da hat Gladbach direkt zugestellt. Und dann Reikhoff ist da hinten eingebunden. Oliver Kirch mit seinem wohl größten Spiel seiner Karriere im Trikot von Borussia Dortmund gegen Real Madrid, Champions League Viertelfinale. Als er da im defensiven Mittelfeld dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund 2:0 Erfolg erringen konnte, hat dann damals nicht fürs Weiterkommen gereicht, aber er hat ein Bombenspiel hingelegt. Die erste Top-Chance
für den Top-Torjäger in der Bundesliga West. Da schön eingesetzt. Vinsley Botelli, bisher schon 7-mal erfolgreich. Beziehungsweise Michael Nduka war's. Der da frei zum Kopfball kommt. Da hat Dortmund Glück, dass die Gäste hier nicht mit 1-0 in Führung gehen. Gute Gelegenheit für die Gäste. Bring sie zum Laufen, Filippo! So, und da hat Gladbach schon mal deutlich gezeigt, dass sie hier in der Lage sind, durchaus gut mitzuhalten. Da hatten wir jetzt Vinsley Botelli im Zweikampf mit der Dortmunder Hintermannschaft. Kam 2022 aus der Schweiz von Servette Genf zu Borussia Mönchengladbach. Letztes Jahr in der U17 schon für Furore gesorgt und er macht in der U19 genau da weiter. 7 Treffer schon auf seinem Konto. Ganz gut. Kielwettchen in Szene gesetzt und dann gibt es den Strafstoß. Ein Pass in die Tiefe. Gut eingelaufen von Kielwettchen und dann bleibt der Gladbacher Hintermannschaft nur noch das Foulspiel. Filippo Mané mit dem guten Pass. Der erste Kontakt gut mitgenommen und dann Overconje mit dem Foul. Das ist eben genau das, was Oliver Kirch gesagt hat. Eine Sekunde unachtsam bzw. Räume anbieten und schon wird's gefährlich. Die Gelegenheit jetzt für Paris Brunner mit Vinsley Botelli gleichzuziehen. Paris Brunner mit 6 Treffern bisher im Duell mit Cardoso und eiskalt verwandelt. 1-0 für die Hausherren. Paris Brunner mit Treffer Nummer 7 in der laufenden Saison. Schließ innen, auch nach Verlagerung. Sag sie nach außen spielen, ist egal. Mach die Innenbahn zu. Da verlädt er Thiago Pereira Cardoso, keine Chance für den luxemburgischen Keeper. Kleines Déjà-vu für ihn. Er war ja auch schon beim letzten Aufeinandertreffen hier im März im Einsatz. Da musste er sich dann am Ende ein halbes Dutzend einschenken lassen. Und auch da gab es Elfmeter damals. Julian Rajkov damit betraut, das Ding zu verwandeln. Diesmal Paris Brunner erfolgreich. Auch da hat Gladbach eine halbe Stunde sehr, sehr gut mitgespielt. Wird gleich wieder gefährlich, aber diesmal kann die Gladbacher Hintermannschaft klären. Ibrahim Dikberekpo, körperlich unglaublich robuster Spieler auf der Innenverteidigerposition in Gladbach. Aber Paris Brunner natürlich mit Geschwindigkeitsvorteilen. Zinitz mit der Seitenverlagerung auf Rashidi. Ja.
Noch einige Spieler in den Reihen der Gladbacher dabei, die beim 1:6 aus Gladbacher Sicht da auf dem Platz standen. Unter anderem eben Overconde, Dick Beregbo und Pereira Cardoso. Auch da gibt es die erste Verwarnung auf Dortmunder Seite für William Rashidi. Wach sein, ey! Ey! William! Gladbach. William! Bemüht um die direkte Antwort. Schieben, Jalen! Jojo! Zweite Bälle, zeigen! Janik Dasbach. Der zweite Innenverteidiger auf Gladbacher Seite. Kein Problem für Robin Lisewski im Tor der Dortmunder. Die ersten Spiele ja Marlon Zacharias im Gehäuse des BVB. Nach dem Pokalspiel in Hoffenheim hat sich das Trainerteam dazu entschieden, Robin Lisewski, der vorher auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, die Chance zu geben. Kilian Saug. Der Mann für die besonderen Aktionen im Gladbacher Spiel. Janik Dasbach. Overconde. Mustafa mit dem weiten Schlag. Rafa, schneller! Charles Herrmann da im Duell mit Overconde. Rafael Lubach, der sich da immer wieder die Bälle abholt. Salas. Bisschen zu übereifrig da von Konstantin Gerhardt. Foul an Jaden Korzenitz. Interessante Randnotiz, auch sein Vater hat über 150 Spiele für die Gladbacher Borussia absolviert. Bernd Korzenitz. Und wieder schneller! Da haben wir ihn erneut am Ball. Sich auf der Linksverteidigerposition festgespielt. Konstantin Gerhardt mit dem Ballgewinn und dann versuchen sie es schnell zu machen auf Winsley Botelli, der bisher aber noch abgemeldet ist. Der 7-Tore-Mann. Rafael Lubach. Nochmal schnell! Mané wieder mit dem klugen Pass. Gut. Nach innen.
Nochmal Rajkov. Ja, hat er Zweikampf da mit Overkonje, aber ist unparteiisch gespannt. Und Moritz Stubenrauch entschließt sich dazu, weiter spielen zu lassen. Handelsüblicher Zweikampf. Mädchen. Denn Berko setzt sich da gut durch gegen Duran Will, aber der Ball landet postwendend wieder bei der Dortmunder Borussia. Spielt sich viel zwischen den Strafräumen ab, noch wenig Torraumszenen. Einmal wurde es gefährlich, da hat Borussia Dortmund direkt gezeigt, was für Potenzial sie haben. Overkonje viel über die linke Seite der Gladbacher. Kilian Saug. Berekpo. Jetzt, Julian, du kannst! Michael Winsler, wir brauchen Angebote von uns! Wird Saug von Lubach gestoppt und dann geht's schnell nach vorne. Da sind sich die Gladbacher etwas uneins. Da hätte Duran Will fast profitiert, aber Pereira Cardoso geht da vehement dazwischen. Botelli. Ah, Platz auf der linken Seite. Overkonje. Im Duell mit Rashidi. Aber Mané hat aufgepasst. Nochmal Overkonje. Saug da durch, zweimal durch und da fordert die Gladbacher Bank natürlich jetzt auch Strafstoß. Knifflige Situation. Julian Saug geht da mutig zwischen zweimal durch. Ja, ist der Körpereinsatz da, aber Maurice Stubenrauch ist das zu wenig, um auch für die Gladbacher auf den Punkt zu zeigen. Posadas, den Olli Kirch aus seiner Zeit in Hamburg natürlich bestens kennt. Mané, der seit dieser Saison die Kapitänsbinde innehat. Paris Brunner mit viel Tempo. Und das lässt er sich nicht nehmen. Eiskalt da vor dem Tor. Das ist schon eine Riesenqualität von Paris Brunner, der mit der U17 Europameister geworden ist, hat da auch entscheidenden Beitrag dazu geleistet mit seinen 4 Toren. Und auch hier zeigt er, was ihn auszeichnet. Legt er sich ihn kurz zurecht und schließt dann perfekt ab. Keine Chance erneut für Pereira Cardoso. Vorher aber auch stark kombiniert auf Seiten der Dortmunder. One Touch und dann hat Paris Brunner die Möglichkeit, da mit Tempo auf den Abwehrspieler zuzulaufen. Und da hat er ungeheuren Zug zum Tor, unglaublich schwer zu stoppen. Und auch das zeichnet Borussia Dortmund aus. Gar nicht mal so viel Druck bisher, aber die
zwei Chancen eben eiskalt genutzt. Das ist dann schon auch ungeheure Qualität. Wenn du da zweimal vors Tor kommst und dann zweimal so abschließt, beziehungsweise einmal mit wenigen Ballkontakten den Elfmeter rausholst, und dann ist das auch einfach stark vollendet. Das sitzt jetzt schon etwas in den Knochen der Gäste nach dem 1:0. Haben sie zunächst gut reagiert, weiter nach vorne gespielt. Aber das 2:0 hat gesessen. Dortmund im Stile eines Spitzenreiters. Unglaublich effizient in der aktuellen Saison. Dazu defensiv äußerst stabil. Selbst gegen das Star-Ensemble von PSG kein Gegentreffer zugelassen. Ein einziger Gegentreffer in der laufenden Saison, den gab es am ersten Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Dylan Berko. Da arbeitet Julien Duranville nach hinten. Konstantin Gerhard. Das macht die Aufgabe für den Außenseiter natürlich ungleich schwerer. 2:0 Rückstand da hinterher zu laufen. Wakonje. Berekbo. Guter Pass da auf Konstantin Gerhard. Schneller Position! Erster Eckball für die Gäste aus Mönchengladbach. Filippo, Aktivität! Freistöße und Standards generell. Eine Sache für Konstantin Gerhard, kurz ausgeführt. Wakonje. Yannick Dasbach. Paris, komm vor, komm vor! Was war das? Dann kann sich Dortmund befreien. Paris Brunner hätte da gerne das Foul gehabt. So die Chance für die Gladbacher. Da wird Yannick Dasbach da zu Boden gerungen. Schnell ausgeführter Freistoß. Michael Nduka sucht da Winsley Botelli. Aber da kommt der Gladbacher Angreifer nicht ran. Joshua Ovakonje haben wir da gesehen in der Nahaufnahme. Mané. Charles Herrmann. Rafa weg, weg. Da hat Paris Brunner wieder Platz. Und dann hat er den nächsten Abschluss. Das ist
eiskalt, wie er vor dem Tor agiert, hat da ein bisschen Glück. Das gucken wir uns in der Zeitlupe nochmal an, aber auch da wieder gut freigespielt. Und das ist dann zu viel Platz mit einer schönen Körpertäuschung. Ha, da ist Pereira Cardoso noch dran. Da hat Paris Brunner Glück. Lupenreiner Hattrick für Paris Brunner. Und ich hatte es anfangs schon angedeutet, ich wollte es nicht beschreien, aber es sieht nach einem Déjà-vu für Mönchengladbach aus. Auch vor einem halben Jahr sind die Gäste hier gut ins Spiel gestartet. Hatten hier viel Ballbesitz, aber auch da mussten sie sich am Ende mit einem hohen Ergebnis geschlagen geben. 1:6 hieß es am Ende. Auch jetzt schon wieder 3:0 für den Tabellenführer aus Dortmund. 3 Torchancen, 3 Treffer. Auch da kann ich mich nur wiederholen, unglaublich effizient, was Borussia Dortmund hier am Sonntagvormittag anbietet. Genau, davor hat Oliver Kirch gewarnt. Vor der Qualität der Dortmunder Mannschaft. Die hier wirklich eindrucksvoll unter Beweis stellt, was passiert, wenn man ihn Platz lässt. Jetzt mal Vincenzo Botelli, kann sich durchsetzen, kommt zum Abschluss, aber dann ist Leonardo Posadas da im letzten Moment. Auch da Dortmund unglaublich stark in dieser Saison, erst ein Gegentreffer. Und Vincenzo Botelli, der Top-Torschütze aus Gladbacher Sicht hier mit seinem ersten gelungenen Abschluss. Gladbach weiter am Drücker. Ja, wieder knifflige Situation im 16er. Und da sagt Referee Stubenrauch, weiterspielen. Kein Videoassistent in der U19-Bundesliga West. Insofern wird er sich die Szene auch nicht nochmal angucken können. Oliver Kirch natürlich nicht einverstanden. Und das ist jetzt natürlich schon eine Überraschung. Kriegt da die rote Karte von Moritz Stubenrauch gezeigt. Wir wissen natürlich nicht, was da genau vorgefallen war. Da wird jetzt natürlich weiter heftig diskutiert. Konnten wir über die Außenmikrofone natürlich nicht genau hören, was da vorgefallen war. Oliver Kirch nicht unbedingt als Heißsporn bekannt. Eigentlich als Spieler immer sehr besonnen unterwegs gewesen und auch als Coach bisher noch nicht negativ aufgefallen. Umso überraschender, dass er hier die rote Karte kassiert. Rabenschwarzer Tag bis hierhin für die Gäste aus Gladbach. Da waren jetzt ein, zwei knifflige Situationen dabei.
nächste Foulspiel an Charles Herrmann. Natürlich jetzt ordentlich Unruhe auf dem Platz. Bin gespannt, ob sich die Spieler davon anstecken lassen, von den Diskussionen. Dylan Berkow im Zweikampf mit Kelvetchen. Kilian Saug. Position! Intensive Partie. Viele Nicklichkeiten und eben auch ein, zwei knifflige Situationen im 16-Meter-Raum. Dasbach und Gerhard stehen da bereit. Gladbach jetzt natürlich bemüht, da nochmal zum Anschluss zu kommen. Kilian Saug mit der Möglichkeit und dann flippert die Kugel da durch den 16er. Robin Lisewski mit einer Glanzparade. Zwei Abpraller und dann fischt Lisewski das Ding da. Arbeiten, Aktivität! Noch raus, klärt zum Eckball. Viel Druck jetzt da auf Gladbacher Seite. Nächster Eckstoß. Julian! Julian! Klar, die versuchen jetzt alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Julian, wieder tief! Zum Tor! Julian, zum Tor! Da war Lisewski zum ersten Mal gefordert. Top-Reaktion da vom Dortmunder Keeper, der auch gegen Paris sein Gehäuse sauber gehalten hat. Da haben wir die Parade gleich nochmal. Flippert das Ding da zwischen zwei Dortmunder Verteidigern hin und her. Die Gemüter haben sich wieder ein bisschen beruhigt. Andere Seite! Natürlich aus Gladbacher Sicht schwer, da die Köpfe oben zu lassen. Julien Duranville mit dem Abschluss. Diesmal Pereiro Cardoso im Nachfassen. Diesmal ein Abschluss, der nicht direkt zum Tor führt. Rauschen sowohl Dasbach als auch Rajkov auf ihn zu. Schneller, Robin! Paris, komm auf die Seite! Julian! Kozinitz. Nimmt erstmal Tempo raus. Gladbach jetzt mit dem hohen Pressing. Das hat ihn unter anderem gegen Bochum schon zwei Treffer beschert. Hohe Bereitschaft da früh anzugreifen. Sicherlich eines der Waffen auf Gladbacher Seite. Heute noch nicht zum Tragen gekommen. Beziehungsweise noch nicht von Erfolg gekrönt. War jetzt hier guter Ballgewinn von Yannick Michaelis, aber Rashidi da resolut mit der Grätsche. Dylan Berkow. Aber da ist dann immer ein Dortmunder Bein dazwischen.
Julian Rajkov mit dem Einwurf in den beiden vergangenen Jahren Torschützenkönig in der Bundesliga West. War zu Saisonbeginn einige Male im Kader der U23. Jetzt wieder zur U19 zurückgekehrt, um wieder mehr Einsätze zu bekommen. War schwierig bei ihm auf Spielminuten zu kommen in der dritten Liga. Deswegen hat man sich entschlossen, ihn wieder in die U19 zurückzuziehen. Diagonalball auf Charles Herrmann, der es da aus weiter Distanz probiert. Auch sein Vater, früherer Bundesligaspieler Charles Akonor, unter anderem 6 Jahre beim VfL Wolfsburg aktiv. Unglaublich schneller Spieler. Kam von Hannover 96 zu Borussia Dortmund. Jetzt gut angelaufen da von Gladbach, die da nicht aufstecken. Mustafa, guter Einsatz von ihm. Das ist natürlich schwer, du fährst hierhin nach Dortmund, willst den Favoriten ärgern, machst eigentlich auch oder kommst auch ganz gut in die Partie und dann steht's nach 31 Minuten 0:3. Das ist natürlich ein Brett, was du dann erstmal verdauen musst. Ibrahim, Rekku. Gerhard. Aber Dortmund lässt auch in der Defensive nichts anbrennen. Ähnlich souverän wie im vorderen Drittel. Leonardo Posadas. Schneller, kommt, ey! Aktiv, Kiel! Rafa! Kilian Saug mit der Direktabnahme und dann flippert das Ding erneut durch den 16er. Gladbach mit dem zweiten Ball, aber Robin Lisewski packt da sicher zu. Lisewski, der im September sein Debüt für die polnische U18 feiern durfte. Seit dem Bielefeld-Spiel hat er das Vertrauen des Trainerteams. Auch wieder gut hinten rausgespielt. Charles Herrmann nimmt da Tempo auf. Ovakonje. Ja, der hat schon den gelben Karton gesehen. Geht da nicht ganz unbelastet in die weiteren Zweikämpfe. Dylan Berko. Doppelpass mit Bontelli. Boah, da haut Nduka über den Ball, aber Kilian Saug kann sich das Leder holen. Gladbach weiter mit ordentlich Druck. Also zumindest was die Körpersprache angeht, haben sie den Rückstand bisher gut verdaut. Die 45 Minuten sind um, wird sicherlich noch ein bisschen was draufgepackt. Gab einige Unterbrechungen, nicht zuletzt
durch die Hinausstellung von Oliver Kirch. 2 Minuten gibt's oben drauf. Charles Herrmann nochmal mit Platz und dem nächsten Abschluss. Das wird Thiago Pereira Cardoso gut tun, dass er auch mal Bälle aufs Tor bekommt, die er dann entschärfen kann. In der ersten halben Stunde ja jeweils machtlos bei den ersten Gelegenheiten der Dortmunder. Reikhoff lässt sich da mal auf der rechten Seite blicken. Großer Aktionsradius. Holt sich da die Bälle. Bisher noch nicht ganz so im Fokus wie Paris Brunner. Klar, der hat ja schon mit dem Hattrick auf sich aufmerksam machen können. Mit seinen Saisontreffern 7, 8 und 9 am heutigen Tag. Noch 20 Sekunden in der Nachspielzeit. Dortmund hat sich von dem zwischenzeitlichen Druck der Gladbacher wieder etwas befreien können. Nochmal für alle, die später dazugekommen sind. Gladbach durchaus ordentlich im Spiel, aber die Tore eben auf Dortmunder Seite, weil sie eben eiskalt und effizient vor dem Gehäuse waren. Und unterm Strich steht dann eben die souveräne Führung durch den Dreierpack von Paris Brunner. Der Top-Torjäger der Dortmunder Borussia. Auch in der aktuellen Saison wieder in bestechender Form. 2006er Jahrgang. Da haben wir die allererste Chance des Spiels. Sie gehörte den Gästen. Michael Nduka kann das schöne Zuspiel da nicht veredeln. Und dann ging es blitzschnell. Kurzer Kontakt von Ovar Konje an Lettchen, der da zu Boden geht und dann verlädt Paris Brunner. Und dann Treffer Nummer 1 da. Thiago Pereira Cardoso zum 1:0. Und Brunner hatte dann weiter Gefallen gefunden am Tore schießen. Da sehen wir ihn erneut mit richtig Tempo auf den Verteidiger zu. Legt ihn sich nochmal zurecht. Vollendet dann erneut ins linke Eck mit seinem zweiten Treffer. Auch hier wieder keine Chance für den Gladbacher Schlussmann Pereira Cardoso. Und dann Paris Brunner nochmal mit der schönen Körpertäuschung. Diesmal entscheidet er sich für die rechte Ecke. Hat da ein bisschen Glück, dass Pereira Cardoso da nicht entscheidend parieren kann. Der Gladbacher ist dann noch mit den Fingerspitzen dran. Ja. Das kommt dann eben dazu an so einem Tag. Da war die zweite Chance für die Gladbacher, für Botelli, Kilian Saug. Und dann die sehenswerte Parade von Robin Lisewski. Da ist er schon in die andere Ecke unterwegs. Nicht ganz einfach für ihn. Aber den fischt er dann da weg. Das waren die Highlights aus Hälfte 1. Wir hören uns zu Beginn der zweiten Hälfte gleich wieder.
Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit in der U19 Bundesliga West zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. 3:0 für die heimische Borussia aus Dortmund. Für alle, die die erste Hälfte noch nicht mitverfolgt haben, Borussia Mönchengladbach durchaus mit einer ordentlichen Vorstellung. Borussia Dortmund allerdings dagegen eiskalt und effektiv vor dem gegnerischen Gehäuse. Dreierpack von Dortmunds Topstürmer Paris Brunner. Lupenreiner Hattrick in Hälfte 1. Es waren wirklich die ersten drei Szenen, als Borussia Dortmund vors Gehäuse kam. Die haben sie eiskalt genutzt. Hier sehen wir den Blick über die Tribüne des Jugendstadions im Fußballpark Hohenbuschei hier in Dortmund-Brakel. Bei besten Bedingungen, strahlender Sonnenschein, bester Rasen. Die Gladbacher stehen schon bereit für den zweiten Abschnitt. Die Dortmunder kommen jetzt auf den Platz. Es wird einen Wechsel geben auf Dortmunder Seite. Da haben wir den neuen Mann mit der Nummer 10 schon im Bild gehabt. Cole Campbell wird in die Partie kommen anstelle von Julien Duranville, der ja eigentlich im Profikader der Dortmunder beheimatet ist, sich heute Spielpraxis holen sollte. Der 17-jährige Belgier. Hier bekommt Cole Campbell nochmal letzte Anweisungen für den zweiten Abschnitt. Cole Campbell, aktueller U17-Nationalspieler aus Island, der aber auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Hier sehen wir Philippe Manet und Kel Wettjen, die an der Entstehung des ersten Treffers entscheidend beteiligt waren. Manet mit einem guten Pass in die Tiefe. Kelvetchen wurde gefoult und er hier, der Mann an der Seitenlinie, war auch schon im Blickpunkt gestanden. Der Gladbacher Trainer Oliver Kirch wurde des Feldes verwiesen. Hat die rote Karte gesehen. Die offizielle Begründung des unparteiischen Gespanns war Ball wegschlagen. Das soll ab dieser Saison rigoroser geahndet werden. Die Gladbacher Verantwortlichen haben das aktive Ball wegschlagen so nicht bestätigt. Das unparteiische Gespann hat sich aber dazu entschlossen, das als Ball wegschlagen zu werten und hat deswegen Oliver Kirch vom Platz gestellt. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Gladbach in den weißen Trikots von rechts nach links. Das war die Situation. Hey! Ja, du bist doch gar nicht auf der Höhe. Auch auf Dortmunder Seite heute Assistenztrainer Daniel Rios in der Verantwortung. Mike Thulberg wurde am letzten Wochenende gesperrt. Beziehungsweise hat da die gelb-rote Karte gesehen, ist heute gesperrt. Julian Rajkov, Kelvetchen. Kilian Saug für die Gladbacher.
Am ersten Gegenspieler kommt er noch vorbei. Dann war Filippo Mané zur Stelle. Jetzt Michael Nduka über die linke Seite. Auch er mit viel Tempo, aber sein Abschluss kein Problem für Robin Lisewski. Der neue Mann Cole Campbell ordnet sich auf der rechten Seite ein. Gladbach unverändert im zweiten Abschnitt über Dylan Berko. Außenrisspass von Kölwettchen. Overkonje, der da einige hitzige Zweikämpfe auf meiner linken Seite defensiv bestreiten musste. Dann haben wir den neuen Mann der Dortmunder, Cole Campbell. Ein sehr zweikampfstarker Spieler, war auch mit ordentlich Offensivqualitäten ausgestattet. Schon 4 Vorlagen in der laufenden Saison geliefert. Pendant auf der linken Seite, Charles Herrmann setzt Paris Brunner ein. Jetzt Julian Rajkov mit dem ersten Abschluss. Julian Rajkov, der im ersten Abschnitt ein bisschen im Schatten von Paris Brunner stand. Klar, Paris Brunner mit dem Hattrick. Jetzt Julian Rajkov mit dem ersten Abschluss und gut pariert, gut abgetaucht von Thiago Pereira Cardoso. Rafael Lubach mit dem Eckball von der linken Seite. Schwierigkeiten bei Pereira Cardoso. Dortmund bleibt im Ballbesitz. Lubach da mit dem Übersteiger. Und dann ist Cole Campbell fast zur Stelle. Im letzten Moment rettet ein Gladbacher Verteidiger. Wir sehen sicherlich gleich nochmal, wer da den Fuß dazwischen hatte. Ja, Dick Berekpo ist es, der die Gladbacher da vor dem 4:0 bewahrt. Das wäre für Campbell natürlich ein Einstand nach Maß gewesen. Da hat er ihn sich nochmal auf den anderen Fuß gelegt. Natürlich von hier immer einfach zu sagen, aber die Direktabnahme wäre vermutlich die bessere Variante gewesen. So bleibt es vorerst beim 3:0 für Borussia Dortmund. Das wäre sein erster Saisontreffer gewesen. Bisher, wie schon erwähnt, mit 4 Vorlagen in Erscheinung getreten. Hier ist er da gefährlich im 5-Meter-Raum aufgetaucht. Aber dadurch, dass er sich ihn nochmal auf den anderen Fuß legt, hat Dick Berekpo dann die Möglichkeit zu klären. Jetzt war Yannick Michaelis da schön eingelaufen. War er vielleicht ein bisschen überrascht. Gutes Pressing jetzt von Gladbach. Kilian Saug kriegt da auch ordentlich was ab. Dann auch die gelbe Karte. Sehen wir es nochmal. Ah, Rafael Lubach sieht da den Karton, ist eigentlich schon unten zur Grätsche.
Auch das nicht ganz eindeutige Situation. Da ist Raphael Lubach schon abgetaucht, spielt den Ball zunächst und dann kommt Kilian Saug zu Fall, hat sich da allerdings trotzdem wehgetan. Und der Freistoß natürlich aus aussichtsreicher Position für Borussia Mönchengladbach. Das Bein von Lubach wohl etwas zu weit oben. Für Kilian Saug dann schwer da noch vorbeizugehen. Freistoßentfernung ca. 20 Meter zentral. Gibt da einige Spezialisten auf Gladbacher Seite, allen voran Yannick Gerhardt. Hey, der kann draufbleiben. Ja, ja, kann er, ja, wissen wir. Also noch der Information zum Physiotherapeuten. Stehen einige Spieler im weißen Gladbacher Trikot bereit, auch Vinzli Botelli macht sich da bereit. Bigberekbo und Botelli allerdings jetzt auf dem Weg Richtung Mauer. Kilian Saug, der Gefaulte, steht da noch bereit. Oder eben schon erwähnter Yannick Gerhardt. Yannick Gasbach da noch in der Verlosung, aber es macht Saug selbst. Scheitert dann allerdings an der Mauer. Gute Gelegenheit für Gladbach hier, den Anschluss zu erzielen. So bleibt es beim 3-Tore-Abstand. Haben wir Kilian Saug erneut stark im 1 gegen 1, lässt da immer wieder sein Können aufblitzen. Ja, auch das, heftiger Körpereinsatz. Overconier, der hat schon die gelbe Karte gesehen. Bisschen nach zu vehement da im Zweikampf. Das wird natürlich jetzt nicht leichter für Borussia Mönchengladbach, ja, auch nochmal zurückzukommen. Auch damit die Gladbacher Bank natürlich nicht einverstanden. Der Kontakt ist klar da. Er war schon verwarnt. Und sieht dann aufgrund des Schubsers den zweiten gelben Karton. Gladbach jetzt in Unterzahl für 35, gut 35 Minuten. Es wird ja natürlich jetzt sehr, sehr schwer für die Gäste. Gladbacher Linksverteidiger. Schon auf dem Weg Richtung Kabine. Wird natürlich interessant sein, wie sich das jetzt dann defensiv anordnet bei den Gästen. Zunächst erstmal Kilian Saug, der da weiter mutig in jedes Dribbling geht. Er sucht die 1 gegen 1 Situation, konnte sich allerdings noch nicht entscheidend durchsetzen. Aber durchaus einer, der in der Lage ist, die gegnerischen Abwehrreihen auch mal schwindlig zu spielen. Heute ist ihm das noch nicht gelungen. Aber natürlich auch unglaublich schwer gegen diese kompakt verteidigende Dortmunder Mannschaft da durchzukommen. Ein Gegentreffer bisher erst in der laufenden Saison.
Und den gab es am ersten Spieltag seitdem in der Liga. Die Dortmunder Borussia ohne Gegentreffer. Paris, komm nochmal! Komm, bleib! Jetzt, Paris! Ja! Ja! Die nächsten Wechsel auf Dortmunder Seite. Vincenzo Onofrietti und Danilo Krefsohn werden in die Partie kommen. Gelbwettchen und Charles Herrmann werden den Platz verlassen. Positionsgetreue Wechsel. Danilo Krefsohn wird die Rolle von Kelvetchen übernehmen. Vincenzo Onofretti wird Charles Herrmann auf der linken Seite ersetzen. Ein bisschen anderer Spielertyp als Charles Herrmann. Cole Campbell, Mann mit der bisher besten Gelegenheit im zweiten Abschnitt. Rashidi. Kilian Saug. Heftiges Einsteigen da von Rashidi. Ordentlich zu tun heute für Maurice Stubenrauch, dem Unparteiischen. Viele gelbe Karten, die er da heute verteilt. William, Cole, du kannst hören ein bisschen. Julian! Tim Perekpo, Yannick Dasbach, der jetzt da ein bisschen die Rolle auf der linken Seite übernommen hat. In der Innenverteidigung. Jetzt neuer Mann auf Gladbacher Seite, Talia Katkaya, der das jetzt in der Innenverteidigung an der Seite von Ibrahim Dikbarekbo löst. Yannick Dasbach damit auf der linken Außenverteidigerposition. Ebenfalls neu im Spiel, der Mann mit der Nummer 14. Niklas Swieder auf Gladbacher Seite. Kilian Saug. Danilo Krefsohn blockt zum Eckball. Das Bach. Oh,
leichte Probleme für Robin Lisewski. Aber im Nachfassen packt er sich das Leder. Bisher noch ohne Gegentreffer in dieser Saison. Seit dem Bielefeld-Spiel im Tor der Dortmunder gegen Arminia beim 2:0 des BVB. Ohne Gegentreffer geblieben, genau wie unter der Woche in der Youth League. Cole Campbell versucht es da gegen Dick Berekbo. Und dann geht Jan Saug mit ordentlich Tempo. Kann sich da durchsetzen. Vinzley Botelli. Bisschen weit abgekommen. Niklas Swida. Interessanter Spieler auf Gladbacher Seite, war zuletzt verletzt, heute mit seinem Comeback. Dick Berekbo klärt vor Paris Brunner. Ibrahim Dick Berekbo, der auch erst vor kurzem sein Comeback feiern durfte, war eigentlich für die U23 vorgesehen, für die Regionalligamannschaft der Fohlen. Hat sich dann in der Vorbereitung verletzt und kämpft sich jetzt über die U19 zurück. Danilo Krefsohn kommt da zum Kopfball. Trotz seiner eher geringen Körpergröße durchaus kopfballgefährlich, schon mit 2 Kopfballtreffern in der laufenden Saison. Der Ukrainer, der ursprünglich bei Shakhtar Donetsk ausgebildet wurde und dann über Preußen Münster den Weg zu Borussia Dortmund gefunden hat. Hat die Hinrunde der vergangenen Saison bei Preußen Münster gespielt. Ist da den Dortmundern aufgefallen. Cole Campbell. Krefsohn. Mané. Campbell jetzt mit viel Platz, klar, ist einer weniger auf Gladbacher Seite. Da ist natürlich noch schwieriger, da die Lücken zu schließen. Der neue Mann, Niklas Swida, 2007er Jahrgang, dürfte noch U17 spielen. Nächster Eckball für Borussia Dortmund, die jetzt im zweiten Abschnitt auch mehr Ballbesitz haben. Klar, mit einem Mann mehr auf dem Platz. Mit der komfortablen Führung im Rücken. Raphael Lubach chippt die Ecke nach innen. Aber Gladbach durch hohe Bälle bisher nicht verwundbar. Die Tore eher nach Situationen, wo es schnell nach vorne ging und Dortmund gut umschalten konnte. Danilo Krefsohn. Mané. Bitte schließen, Mané!
Dreifach-Torschütze, Paris Brunner mit einer sehenswerten Aktion. Posadas. Ja, Dortmund lässt den Ball jetzt da in den eigenen Reihen laufen, hat jetzt eben den entscheidenden Vorteil. Mit dem Mann mehr auf dem Platz, da mehr Räume zu haben, zumindest bis zum Strafraum. Gladbach jetzt natürlich nicht mehr in der Lage, dieses hohe Pressing zu spielen. Die müssen sich jetzt darauf konzentrieren, da den 16er dicht zu machen. Pereira, Cardoso. Für Gladbach geht es jetzt natürlich darum, weitere Gegentreffer zu verhindern und vielleicht noch den ein oder anderen Nadelstich in Form eines Konters nach vorne zu setzen. Dann liegt das Bach. Gefault von Cole Campbell. Niklas wieder. Berko. Gut, Danilo! Weiter vor, Filippo! Offener Ball! Dortmund macht das geschickt jetzt. Mal wieder mit den Tempowechseln. Zieht sich dann auch mal wieder zurück, lässt Gladbach kommen. Haben natürlich ungeheuer breiten Kader, sodass sie dann auch mal die Belastung, die Doppelbelastung der englischen Wochen, wie eben unter der Woche gegen Paris, dann auch gut wegstecken können. Und auf Rieti. Campbell. Danilo, komm! Vini, du kannst wieder vor! Wieder Onofrietti. Und dann blitzschnell das Tempo angezogen und dann ist Rijkov da durch. Aber Pereira Cardoso kann sich auszeichnen. Das ist dann schon auch Riesenqualität, da blitzschnell das Tempo anzuziehen. Schöner Doppelpass da zwischen Brunner und Rijkov. Rijkov jetzt deutlich öfter in Szene als im ersten Abschnitt. Rashidi. Auch er mit mehr Platz. Dortmund spielt da jetzt regelrecht mit dem Gegner. Lässt sie immer wieder kommen. Lässt den Ball zirkulieren. Unglaublich schwer jetzt für Gladbach da. Mit einem Mann weniger und dem 3:0 Rückstand. Da noch dagegen zu halten. Kilian Saug, der es immer wieder mit seinen Dribblings versucht. Niklas Swida, aktueller U16-Nationalspieler. Seitenwechsel jetzt über Gerhard und Berko, der da Onofrieti stehen lässt. Ball schon im Tor aus, aber da kam Gladbach mal gut durch, haben sich schön durchkombiniert in Form von Dylan Berko. Und genau da, aber Krefsohn holt sich das Ding zurück und Konstantin Gerhard testet das Dortmunder Trikot, die Reißfestigkeit. Nächster Wechsel, nächste Möglichkeit, da einem neuen Spieler Minuten zu geben, in dem Fall Raul König.
Er wird für Julian Reikhoff in die Partie kommen. Auch das positionsgetreuer Wechsel. Raul König schon mit 2 Joker-Toren in dieser Saison. Erfolgreich wird sich auch auf der Halbstürmerposition einordnen, ähnlich wie Reikhoff mit breitem Aktionsradius unterwegs. Da gleich in Szene, gleich mit der ersten Gelegenheit. Direkt im Spiel. Raul König, der Anfang des Jahres einige Einsätze in der spanischen U17 verzeichnen durfte, war dann länger verletzt und seit Beginn der Saison wieder im Einsatz. Da rauscht er nur ganz knapp vorbei. Gladbach wechselt doppelt nochmal. Nummer 13, Adonis Milay, neu im Spiel, genauso wie Niko Vidic. Winsley Botelli und Kilian Saug aus dem Spiel. Winsley Botelli, der heute wenig vom Spiel hatte, der bisherige Führende der Torschützenliste in der Bundesliga West, wurde ja heute überholt von Paris Brunner. Kam heute nicht so zur Geltung, war auch schwer für ihn. Die Dortmunder Abwehr wenig zugelassen, wenig angeboten. Kam nicht in die Situationen, die er noch vor einer Woche gegen Bochum verzeichnen konnte. Als er eben auch zweimal da vom guten Pressingspiel der Gladbacher profitiert hat. Da haben wir Raul König im Duell gegen Dasbach und zweiter Gladbacher kommt zur Hilfe, Adonis Milay. Heftiger Einsatz da von Danilo Krefson. Da hat Yannick Michaelis da was in den Nacken bekommen. Insgesamt schmerzhafte Angelegenheit für die Gäste aus Gladbach am heutigen Sonntag. Sie wollten hier für eine Überraschung sorgen. Und dann war das nach einer halben Stunde schon fast erledigt, das Thema, als Dortmund da wirklich dreimal hintereinander eiskalt zugeschlagen hatte. Dazu noch die Aufregung mit der Hinausstellung von Trainer Oliver Kirch plus gelb-rote Karte für Joshua Ovakonje. All das in Summe war dann zu viel, um hier für die Überraschung zu sorgen, auch wenn natürlich noch 15 Minuten auf der Uhr sind. Und theoretisch natürlich noch was möglich ist, wird es ganz, ganz schwer für die Gladbacher, hier noch was mitzunehmen. Dortmund wird auch nochmal einen Wechsel tätigen. Tyler Meiser kommt in die Partie für William Rashidi, der viele Zweikämpfe auf seiner rechten Abwehrseite führen musste. Das aber sehr, sehr robust und ordentlich gelöst hat. Tyler Meiser, 2007er Jahrgang, auch er dürfte noch in der U17 spielen,
hat auch schon einige Einsätze in der aktuellen Saison verzeichnet bei der U17 von Borussia Dortmund. Ja, gelernter Innenverteidiger kommt jetzt auf der rechten Außenverteidigerposition zum Einsatz. Unglückliche Entscheidung des Unparteiischen. Vorteil nicht abgewartet. Da ist natürlich jetzt eine gehörige Portion Frust auf Gladbacher Seite dabei. Was man sicherlich positiv rausstellen muss, auch mit einem Mann unter Zahl und 3-0 Rückstand, sind sie immer noch drauf bedacht, hier mitzuspielen, den Kopf nicht hängen zu lassen. Die Spieler wollen sich natürlich auch zeigen gegen so einen Gegner. Dylan Berko, der vor wenigen Minuten schon die gelungene Aktion hatte, die nächste Möglichkeit wieder schön durchkombiniert von den Jungfohlen. Also die stecken hier noch lange nicht auf. Auch wenn das ein ganz dickes Brett ist, was sie hier für die restlichen knapp 15 Minuten noch bohren müssen. Gegen diese Dortmunder Defensive, die eben erst einen Gegentreffer überhaupt zugelassen hat. Kurze Unterbrechung, da Niklas wieder am Boden gelegen hat, steht wieder der Gladbacher. Jetzt der Ärger auf Dortmunder Seite, hätten da gerne einen Foul an Cole Campbell gehabt. Leichtes Trikot ziehen von Cole Campbell an Yannick Dasbach. Die ganz große Spannung natürlich nicht mehr da, die Partie ist soweit entschieden. Natürlich kann immer viel passieren, gerade im Jugendfußball, aber dass diese Dortmunder Mannschaft noch 3 Gegentreffer kassiert in den letzten 10 Minuten. Ist schon sehr ungewöhnlich. Aber natürlich auch in den letzten Minuten noch eine gute Gelegenheit, gerade auf Seiten der Einwechselspieler nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Vielleicht nochmal für den einen oder anderen Akzent zu sorgen. Nochmal ein positives Gefühl für die nächste Partie mitnehmen am nächsten Wochenende. Für Gladbach wird es da gegen Paderborn gehen und Dortmund hat gleich wieder den nächsten Brocken vor der Brust. In Form des ersten FC Köln. Posadas auf Kozinitz. Beim nächsten Wechsel.
Nochmal Berko, der mir in den letzten Minuten gut gefällt, sehr aktiv. Abschlussmöglichkeit da von Niko Vidic. Aber abgepfiffen. Fahne oben beim Unparteiischen an der Seitenlinie. Ein Wechsel wird es noch geben. Noel Gregorek kommt in die Partie für Yannick Gerhardt. Kapitänsbinde weitergegeben an Yannick Dasbach. Der von der Innenverteidigerposition auf die linke Außenverteidigerposition gewechselt ist aufgrund der gelb-roten Karte von Joshua Overkonje. Hohes Pressing jetzt von Dortmund, von Danilo Krefsohn. Kozenitz mit dem Körpereinsatz. Klar, Dortmund muss jetzt nicht mehr den ganz großen Druck machen. Wir spielen das hier im Stile einer Spitzenmannschaft da. Noch zu Ende. Gladbach verständlicherweise nicht mehr mit der letzten Überzeugung. Zu viele Nackenschläge am heutigen Vormittag. Mané. Gut aufgedreht von Onofrietti. Bleibt da im Ballbesitz. Der italienische U19-Nationalspieler. Guter Abschluss von Raphael Lubach, der dann nochmal Thiago Pereira Cardoso zur Parade zwingt. Erneut ein gutes Beispiel, wie Dortmund erst da den Ball immer wieder quirlig und dann blitzschnell das Tempo anzieht und dann eben auch zum Abschluss kommt. Das machen sie schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Warten nun geduldig ab, bis die Lücke dann da ist und dann geht's ratzfatz da Richtung Abschluss. Nochmal Eckball. Paris Brunner und Adonis Milay da im Gespräch. Cole Campbell wird den Eckball ausführen. Paris Brunner da versucht es artistisch. Er in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so auffällig. Aber hat ja schon im ersten Abschnitt da eindrucksvoll seinen Stempel aufgedrückt in Form eines Hattricks. Führt jetzt die Torschützenliste mit 9 Treffern an. Vor dem Spiel war das eben noch Vinzenz Botelli, der dieses Duell dann doch deutlich zugunsten von Paris Brunner verloren geben musste. Vincenzo Onofrietti. Nächste Standardsituation. War kein Problem für Thiago Pereira Cardoso.
nochmal den Versuch, schnell umzuschalten auf Gladbacher Seite, aber Danilo Krefsohn kann da klären. Dortmund da wirklich in der Lage, da auch immer wieder Top-Leute dann von der Bank zu bringen. Krefsohn in den vorherigen Spielen auch immer wieder in der Startelf. Heute von der Bank. Posadas im Zusammenspiel mit Mané, die da heute wenig bis gar nichts anbrennen haben lassen. Campbell. Die Dortmunder können sich das Leder da jetzt mehr oder weniger unbedrängt zuschieben. Nur noch vereinzelt die Bemühungen der Gladbacher, da höher zu verteidigen. Cole Campbell auf beiden Seiten zu finden. Nächster Abschluss von Raphael Lubach. Nicht genug Zug hinter dem Abschluss. Auch er ja schon erfolgreich in dieser Saison gewesen. Bisher keine Minute verpasst in dieser Saison. Absoluter Dauerbrenner auf Seiten von Borussia Dortmund. Mané. Krefsohn. Ja, sie spielen das jetzt souverän runter. Gladbach hier die ersten 15 Minuten durchaus ordentlich und dann ging es Schlag auf Schlag. Drei Torchancen, drei Treffer, allesamt durch Paris Brunner. Und dann war das Ding im Prinzip zumindest vorentschieden nach einer halben Stunde. Im zweiten Abschnitt dann nicht mehr ganz so viel passiert vor beiden Toren. Eine Topchance noch durch den eingewechselten Cole Campbell. Oh, jetzt wieder gut aufgepasst von Raphael Lubach. Gladbach nochmal mit Dylan Berko, der da in der zweiten Halbzeit auf sich aufmerksam gemacht hat, immer wieder den Weg nach vorne gesucht hat, jetzt aber auch dem Tempo Tribut zollen muss. Danilo Krefsohn ebenfalls am Boden. Der müsste eigentlich noch genug Körner haben. Wurde ja eingewechselt in der zweiten Hälfte. Nochmal Eckball für Gladbach. 90 Minuten sind durch. Tyler Meiser souverän mit der Kopfballabwehr, aber zweiter Ball bei Gladbach. Aber eine schöne Aktion von Niko Vidic. Aber die Dortmunder Abwehr nur schwer zu knacken, steht bis jetzt bombensicher. Zwei Minuten gibt es obendrauf. Nochmal kleiner Disput der Gladbacher Bank mit dem Linienrichter. Da gab es einige Diskussionen. Ihr habt es mitbekommen im Verlauf der Partie. Oliver Kirch wegen angeblichen Ballwegschlagens vom Platz gestellt. Harte Entscheidung.
wurde mehrfach versichert von den Gladbacher Offiziellen, dass das keine Absicht war. Er wollte den Ball laut der Gladbacher Bank lediglich stoppen. Das unparteiische Gespann hat es anders gesehen, hat Oliver Kirch die rote Karte gezeigt. Dazu einige 50-50 Entscheidungen. Im Strafraum, die dann eher für Dortmund gewertet wurden. Das alles hat dazu geführt, dass die Gladbacher nicht unbedingt glücklich waren mit der Vorstellung der Unparteiischen am heutigen Tag. Das war's am 6. Spieltag in der U19 Bundesliga West. Borussia Dortmund landet dann letztendlich einen souveränen 3:0 Heimerfolg über die Gladbacher Borussia, unterstreicht nochmal ihre Spitzenreiterposition, präsentiert sich hier souverän am heutigen Sonntag, eiskalt vor allem vor dem gegnerischen Gehäuse. Alle drei Treffer erzielt von Paris Brunner im ersten Abschnitt, lupenreiner Hattrick des Top-Torjägers auf Dortmunder Seite, der da nochmal seine Qualität gezeigt hat. Dortmund hat die Tabellenführung durch den Erfolg heute wieder um 3 Punkte ausgebaut. Leverkusen konnte sich ja gestern ranrobben, konnte gleich ziehen. Jetzt wieder der alte Abstand hergestellt. Hier haben wir ihn, den Dreifach-Torschützen Paris Brunner, der natürlich ein Lächeln im Gesicht hat. Klar, er wird zufrieden sein. Sehr effektiv heute. Jadon Kocinic, der Außenverteidiger, der seine Rolle da souverän erledigt hat. Ja, die Gladbacher werden enttäuscht nach Hause fahren. Sie wollten hier für die Überraschung sorgen. Letztendlich war nichts zu holen hier in Dortmund gerade. Nochmal die Highlights des zweiten Abschnitts. Julian Rajkov. Jaro Pereira Cardoso kann sich da auszeichnen. Und dann die Riesenchance von Cole Campbell, die da Ibrahim Kriegbereko im letzten Moment von der Linie kratzen kann. Als Brunner nochmal mit dem Kabinettstückchen. Dann nochmal der sehenswerte Doppelpass mit Julian Rajkov, der Top-Torjäger der letzten beiden Saisons. Heute ohne Treffer, wird er verschmerzen können. Dürfte weiter Spielzeit sammeln, nachdem er gegen Paris zur U19 zurückgekehrt ist. Da haben wir den Sieger des heutigen Tages, die heute ohne ihren etatmäßigen Cheftrainer Mike Thulberg die Punkte einfahren konnten. Daniel Rios mit der Ansprache im Kreis seiner Mannschaft. Das soll es dann auch von unserer Seite gewesen sein. War vor allem in der ersten Halbzeit ein interessantes, spannendes, rasantes Fußballspiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.